Sind wir zum Wochenstart? Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Was habe ich heute mitgebracht? Zum einen natürlich das, worüber ich gestern berichtet hatte im, äh, im, im Research am Sonntag hier bei Tickmill. Wir schauen auf das Währungspaar britisches Pfund, japanisches Yen. Hoho, der Aufwärtstrend, unglaublich. Es gibt äh, bei den Währungen ja immer wieder starke Trends und das Teil ist einer der, die ganz, ganz oben in den Tops mit vertreten ist. Also ich habe da jetzt keine Top Ten gemacht, aber ich glaube, dieses Währungspaar hat schon ganz, ganz oben in dieser Liste etwas zu suchen. Das wäre das eine und das andere. Wir hatten ja Freitag die Non-Farm Payrolls in den USA und diese waren, puh, die waren Bombe, um das mal so zu sagen. Also richtig gute Ergebnisse. Ähm, dazu gibt es zu sagen, wo kam das her? Da muss ich mal kurz spicken. Ich habe mir nämlich äh, die United States Page mal angeguckt und da haben wir sehen wir hier. Ähm, es gab 379.000 neue Jobs. Das ist die Zahl nach 166.000 im Vormonat. Und die Erwartungen waren bei 182.000. Also, was wir daran sehen, ist, dass dieser Aufwärtstrend, der im Januar gestartet ist, weiter anhält. Das ist sehr gut für den Jobmarkt. Und wenn wir jetzt mal noch schauen, ich muss da so ein bisschen rüberschieben äh, Die Daten habe ich nämlich heute nicht ausgedruckt, sondern hier. Woran liegt es, dass äh, das Ganze vorangeht? Gibt es auch Begründung? Es geht äh, um das Thema Corona, die Corona-Fallzahlen und das Thema Vakzine. Da wird es besser. Je mehr geimpft werden, je einfacher wird das. Und wenn wir mal schauen, wo das Ganze herkam: äh, Leisure und Hospit Hospitality, das heißt im Freizeit- und Unterbringungssektor haben wir das gehabt. Das ist also sehr, sehr gut, und ähm, dass, wenn das so langsam aber sicher besser wird, wenn dort die Lockerungen auch kommen, da steht auch von geschrieben. Dass das Ganze dort auch schon wirkt, wenn die Lockerungen teilweise auch kommen, das führt so ein bisschen dazu, dass sich der Jobmarkt bessert. Und das ist ein riesengroßes Potenzial, was dort sozusagen wartet. Und das ist auch genau das, was unterstützt wird seitens der FED und seitens auch der US-Regierung. Sehr, sehr schön zu sehen, dass das wirklich langsam aber sicher auch Früchte trägt und sich am Arbeitsmarkt sozusagen auch bemerkbar macht. So. Das waren mal die guten Nachrichten von dieser Seite. <laughs> jo, das dazu. Und wie geht's weiter? Ja, das ist die große Frage. Denn wir schauen gleich mal noch auf ein bisschen was anderes. Ich muss mir nur in Zoom mal kurz noch die Fragen aufmachen und sehe hier schon an dieser Stelle schöne Guten Morgen, Grüße wie auch in Facebook. Danke dafür. Wunschmärkte übrigens sehr, sehr gerne. Wir kriegen ja immer wieder Fragen auch zum Öl. Das heißt, an dieser Stelle gucken wir uns das Ganze gerne auch mal an. Den Ölpreis, da haben wir eine Frage zu, zum Thema Korrektur. Wir schauen natürlich neben dem britischen Pfund, japanischen Yen auch nochmal auf die Indizes. Ich habe es ja hier hinten geschrieben. Der Abverkauf im DAX, Tag der Entscheidung. Die große Frage ist, was machen denn die Märkte aus diesen Vorgaben, die wir bekommen haben, aus diesen wirklich sehr, sehr guten Vorgaben? Die US-Indizes haben wir am Freitag wirklich auch eine sehr, sehr schöne intraday Rally entsprechend mit hingelegt. Da müssen wir mal genauer hinschauen. Was da wird und das machen wir heute Morgen auch, damit jeder so einen kleinen Fahrplan hat, was dort an dieser Stelle los ist. Da kommen wir gleich zu. Zuvor, bevor wir hier aber zu tief in die Details eingehen, möchte ich noch den Risikohinweis nennen. Sie wissen es hier, das was steht, bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen: der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen und die Nachrichten an dieser Seite, wie schon gesagt, es gibt nicht viel. Ne? Das ist jetzt heute Montag, ist nicht ganz so viel. Die Woche hält noch ein bisschen was bereit. Wir kriegen hier die Industrieproduktion in Deutschland, äh, was wir bekommen, und dann noch den Energieausblick, wenn ich das richtig nehme. Der Energieausblick der USA kommt morgen. Und Mensch, jetzt vergessen. 8. März, heute ist Frauentag. Liebe Traderinnen und Trader und auch alle anderen, die dieses Video nachher vielleicht gucken und von der weiblichen Fraktion sind, alles Gute zum Frauentag. Schön, dass es euch gibt. Das muss wichtig sein. Deswegen. Danke für die Erinnerung hier an dieser Stelle. Und wir haben ja hier immer mehr Damen auch dabei. Da freue ich mich auch. Das sehe ich aus den Rückmeldungen. Es wächst. Auch die Damen gucken zu. Und ja, Forex ist eine tolle Sache in der asset aufteilung in einem Portfolio. Wir haben ja viele Märkte. Wir haben die Aktienmärkte, die Währungsmärkte, die Rohstoffmärkte, die Zinsmärkte. Habe ich was vergessen? Indizes auch, zählt so ein bisschen zu den Aktien. Und ähm, das Coole ist, man kann halt das Ganze schön aufteilen und äh, sozusagen für eine vernünftige Asset ähm, Allocation in den eigenen Portfolien von jedem so ein bisschen die Vorteile fürs Ganze nutzen, immer schön die Chancen suchen. Und hier mit Higmil haben wir echt einen tollen Partner im Bereich von Währungen, äh, im CFD-Bereich für die Indizes ähm, und auch für die Rohstoffe in Gold, in Silber und in Öl. Und was jetzt bald noch dazu kommt, was ich hier dann auch live besprechen werde, ist sind die Future-Märkte. Die Futures wird es dann natürlich auch auf die Währungen geben. Die Futures wird es dort auch auf die Indizes geben. Aber die gibt es natürlich auch auf das Thema ähm, der Rohstoffe. Und das ist für viele ja auch eine interessante Asset-Klasse bei allen Diskussionen um dieses Thema rum. Es hat alles Vor- und Nachteile. Aber für die Trader, es ist natürlich auch ein äh, Vehikel, wo man von den Bewegungen partizipieren kann. Und das ist das, was wir hier an dieser Stelle machen. Und das weite ich dann, wie schon gesagt, wenn ein paar rechtliche Daten. Noch abgeklärt sind definitiv mit aus. Also hätten wir das an dieser Stelle und dann gehen wir rein. Jetzt in das, was ich angesprochen hatte. Zunächst erst einmal hier natürlich kurz der Blick äh, auf die Währungsseite. Gestern im Research am Sonntag geschrieben: Meine Gedanken hier an dieser Stelle: ähm, Ja, britisches Pfund, japanisches Yen. Das ist mal der vier-Stunden-Chart. Kleine Sache, wir gehen zuerst mal auf die größere Zeiteinheit ein. Ähm, ich mache das Bild hier auch mal groß. Wer den Blog am Wochenende, also das Video am Sonntag schon gesehen hat, ähm, der wird sich denken: Okay, jetzt haben wir hier mal wieder ein Zusammenspiel ähm, zwischen der, der Woche und dem 4-Stunden-Chart. Das ist eigentlich ein bisschen ungewöhnlich für den Seidel. Ähm, ja, <laughs> in gewissem Maße ist das schon ungewöhnlich, aber ungewöhnliche Zeiten fordern halt irgendwann auch mal ungewöhnliche Maßnahmen. Das heißt, da haben wir ja eine Zeitreihe übersprungen, aber ich gehe gleich mal kurz ein, warum ich das gemacht habe. Zuvor will ich hier nur mal ganz schnell die Linien rauslöschen, die uns in der Woche bei dem Blick in den Wochenchart kurz stören und dann heften wir uns direkt hier entsprechend mit rein, um das Ganze mit raufzunehmen. So, Moment. Okay, wer nicht will, der hat schon. Hier die Linie will nicht raus, bleibt sie eben drinne. Auch nicht so schlimm. So Leute, das hier ist der Wochenchart. So, warum gucke ich in die Woche genau hinschauen? Der Tag, wenn wir uns den mal kurz anschauen wollen. Also wir haben in der Woche den schönen intakten Aufwärtstrend. Wir haben auf Tagesbasis genau das Gleiche, den schönen großen Aufwärtstrend. Und wenn wir hier über das Thema Korrekturpotenzial in dem Index auch sprechen, was wir gleich tun werden, äh, in dem Index Mensch, in der Währung gleich tun, da macht das keinen Sinn, wenn wir uns hier den Tageschart anschauen, weil wir arbeiten ja hier gerne auch mit Trends zusammen, weil das wirklich perfekte Entscheidungsgeber sind. Und wenn wir hier auf Tagesbasis warten wollen, bis die Korrektur anfängt, da stehen wir hier unten äh, unter 147 deutlich drunter, ja? da sind 146 irgendwas vom Komma. Das ist viel zu weit weg. Deswegen müssen wir hier in die kleinere Zeiteinheit reingehen. Und das ist halt an diesen Drehmarken halt immer mal so, dass man das Ganze in dieser Art und Weise nimmt. Jetzt gehen wir aber kurz zur Lesweise im Großen zurück. Warum habe ich denn im Research am Sonntag darüber gesprochen, dass wir hier durchaus auch eine wichtige Rolle der Korrektur haben können? Ich möchte im großen Bild anfangen und an dieser Stelle möchte ich eines ganz klar und deutlich sagen. Das Ding ist ein Aufwärtstrend, was wir hier sehen. Und der Aufwärtstrend hat nach oben hin noch einiges an Potenzial. Wenn wir hier drüben mal den Abwärtstrend und anschauen, dann sehen wir ganz klar, wenn wir hier übers Vorwochenhoch bei 150,73 drüber schieben, wäre der nächste Anlaufpunkt hier oben die 152, 80. Diese Marke hier an dieser Stelle. So, das ist also die Oberseite. Und die Unterseite, das ist das auch, was ich gesagt hatte hier. Der nächste Anlaufpunkt, den wir hier zunächst für die Korrektur mal haben, ist dieses Korrektur- bzw. Kauflevel hier. Das wäre der Ausbruch hier oben drüber in dieses Level, grob geschätzt um die, naja, knappe 148 japanische Yen. Das ist da. Aber weil das wirklich so viel ist, macht das echt überhaupt keinen Sinn, dass wir da wirklich erst auf den Tag warten. Da müssen wir früher rein. Nummer 1, also auf dem, auf dem Wochenchart, erstes Anlauflevel hier, die knapp 148, zweites Anlauflevel hier. Dieses Ausbruchsbereich über dieses Zwischenhoch aus diesem initiierten Abwärtsschub nach unten hier, das ist das Level um die 100, knapp 145. Ja, das sind die Marker, die wir hier sehr sehr schön sehen. Also wir haben deutliches Potenzial zur Oberseite, genau wie auch einiges an Potenzial zur Unterseite. So, und jetzt kommt es noch dazu. Ähm, da wird der ein oder andere fragen: Na, wieso soll ich mich denn jetzt hier an dieser Stelle auch mit dem Thema der Korrektur auseinandersetzen? Wir laufen doch schön nach oben. Wir haben auch Potenzial zur Oberseite hin das ist absolut korrekt nur und das bitte an dieser Stelle ganz klar und deutlich mit verstehen ähm, ich muss dazu den chart mal kurz etwas kleiner noch machen hier an dieser Stelle der es gibt einen ziemlich großen Unterschied von der Verordnung die wir hier unten hatten zu der Verordnung die wir hier oben hatten und zwar der Weg von diesem hoch zu diesem hoch war untermauert durch ein hoch hier das heißt, das Stück Wegstrecke hier oben hin hatte hier nochmal ein Level, wo durchaus Absicherungsorders geplant werden konnten, die dann den Schub nach oben unterstützen. Wenn wir jetzt mal über diese blaue Linie hier schauen, da ist nichts. Und immer dann, wenn da nichts ist und wir in einer so weiten Bewegung stehen, wie wir das jetzt tun, steigt die Gefahr einer Korrektur. Und das sehen wir ganz gut in den kleineren Zeiteinheiten. Jetzt lege ich die ganzen Linien hier mal wieder rein. Also die kleinere Zeiteinheit ist jetzt hier nicht der Tag, sondern die kleinere Zeiteinheit ist mal wenigstens der 4-Stunden-Chart. Kann man gerne auch im Stundenchart machen. Das Bild sieht identisch aus und die wichtigen Marker, die ich hier reingelegt habe, sind auch die gleichen. Das heißt, das Schwunglevel hier. Unten sind die 149. Da wäre es wichtig, wenn wir dort tatsächlich drunter fliegen sollten, würde das erstmal so ein bisschen was initiieren. Aber wir gehen jetzt nochmal kurz in den 4-Stunden-Chart rein. Das ist auch das, worauf die Analyse am Sonntag aufgebaut hat. Was wir hier sehen, ist einfach folgendes: Leute, wir sind hier auf das Vorwochen-Hoch oben drauf gelaufen. Bei 150,73 und hier stehen wir jetzt auf relativ hohem Niveau. Das ist schon mal wichtig. Aber jetzt habe ich hier diesen Bereich um die 149 eingezeichnet. Warum habe ich das gemacht? Da gibt es so die ersten Hinweise dafür, dass wir ein bisschen was an Korrekturausweitung zur Unterseite erwarten können. Denn hier an dieser Stelle, schaut mal, das war so der Drehbereich, als dieser kleine Aufwärtstrend hier nach oben gelaufen ist. Ne? Richtungsgeber. Vier-Stunden-Chart, Korrekturarm und hier Bewegungsarm nach oben. Da haben wir die Richtung deutlich gewechselt. Hier drüber leicht oben gehalten, Support, Support, Support und dann Zack oben rauf. Wenn dieses Level erstmal wegkommt, hier haben wir das Trendtief liegen. Wartet mal, mal gucken, ob man das gleich sehen kann. Ich mache es mal rein. Ja, genau, schaut mal hier. Das hier Aufwärtstrend hier unten letztes Zwischentief, ja? Und hier trendet so leicht schon nach unten. Da haben wir keine steigenden Hochs mehr momentan, aber fallende Tiefs. Das ist so ein bisschen die Situation, wo man merkt, okay, da könnte durchaus Korrektur kommen. Wie schon gesagt, das ganze diese Liste mit dem Druck von oben nach unten mit den Argumenten für eine Abwärtsphase, die füllt sich, wenn wir hier drunter fallen und spätestens dann, wenn wir dieses kleine Zwischentief dort unten rausnehmen. Moment, das muss ich mal reinlegen hier, dieses kleine um die 148,13. Wenn das entsprechend nach unten rausfällt, dann haben wir den nächsten, das nächste Pro-Argument, dass wir hier diesen Supportbereich um die 148 durchaus unterlassen oder nach unten durchschieben könnten und dann haben wir schon hier die 147,40 und dann das sind halt so die Punkte, wo ich immer wieder sage: Diejenigen, die kurz und nah am Markt sitzen und durchaus eine solche Chance wahrnehmen wollen, ja, die müssen jetzt hinschauen und jetzt agieren und jetzt die richtigen Stellschrauben bewegen. Und dann sind sie dabei. Und wenn nicht, hier oben, wir wissen ja alle, wie es ist, hier oben setzt sich ein Trend fort. Und wenn der Markt hier oben überschritten wird, muss man raus. Und da kann sich jetzt jeder die Frage stellen. Ähm, ob man erst hier unten einsteigt und sich da oben absichert oder ob man irgendwo hier schon einen Entry findet und sich schon da oben auch absichern kann, rein vom Chance-Risiko-Verhältnis. Ja? Diese Frage kann sich jeder selbst erklären. Wenn der Markt das Schutzszenario spielt, es gibt noch ein paar schöne Anlaufpunkte in kurzfristigerer Natur zur Unterseite hin, das wäre dann natürlich hier das Zwischentief bei 147,40 hier, schöner Drehbereich, dann hätten wir hier das kleine Zwischentief aus dieser Aufwärtssequenz um die 146, 45, das wäre dieser Bereich. Und dann haben wir hier noch ein schönes Chartmuster drinnen liegen, denn dieses Dreieck hier, das war die Konsolidierung vor der Initialzündung vom massiven Schub nach oben. Und da können wir gerne mal kurz in den Tag beispielsweise schauen. Hier, das war die Rallye-initiierende Phase. Das war die Korrektur obendrauf, schönes Dreieck, boom, dann hat es den Markt nach oben geschoben. Und was hier halt auch passiert ist, Genau an dieser Stelle hatten wir ein Widerstandslevel und da hat sich der Markt drunter gesammelt. Das ist ein Stärkezeichen, das ist ein gutes Zeichen für Momentum und das schiebt es jetzt halt hoch. Und das wäre hier dann natürlich der nächste Anlaufpunkt. Und wenn wir einfach mal schauen, kurz auf der Woche, wo wir dann da stehen, wenn wir alleine das rausnehmen hier an dieser Stelle, also hier unten reinlaufen, dann haben wir schon mal von der ganzen Bewegung hier mal guten Drittel korrigiert und das ist doch einiges an Potenzial, was wir da an dieser Stelle haben können. Bitte nicht. Mit dem Taschenrechner jetzt hinsetzen und sagen, was, was quatscht der Seitel hier mit dem guten Drittel? Das ist nun über den Daumen, ja. Aber äh, es ist halt mehr als so eine kleine flache Korrektur, die nur hier oben im Widerstand läuft. Das ist dann ganz klar pro der Bullen, dass man sich hier oben in diesem rot markierten Widerstandslevel hält und nicht nach unten abschnitt. Das ist eher ein bullisches Zeichen. Konsolidierung über die Zeit und dann der Weg nach oben. Das hier an dieser Stelle. Also, das haben wir da. Und das können wir an dieser Stelle sehr gut und klar und deutlich mit rausmachen. Also sehr, sehr gut hier und äh, ja. Hier geht es gleich weiter mit dem Blick. Ja, ich wollte eigentlich in die Indizes reingehen, aber wir haben noch einen Währungsmarktwunsch, den wir hier haben in Zoom. Den möchte ich gleich vorneweg ähm, äh, noch. Ähm, äh, was würde ich sagen? Wir haben noch ein Währungspaar vorneweg, genau. Und wer noch Wünsche hat, einfach rein. US-Dollar, Kandollar schauen wir uns jetzt mal an. Thema Cannes-Dollar, bitte immer auch ein bisschen auf den Ölpreis schauen. Ja, ich gehe mal kurz aufs WTI. Ganz kurz, machen wir mal kurz, kurz, bevor wir äh, auf, die, auf, die, auf die Währung eingehen. Schaut mal hier, wir haben das Gap nach oben gehabt über die, naja, was haben wir hier hoch gehabt? Um die 68, glaube ich, hoch, 67,93, Jetzt äh, verkauft es ein bisschen ab. Alles, was pro Öl ist, ja, ist die Tatsache, pro Öl bedeutet auch in aller Regel pro Cann-Dollar und das muss man so ein bisschen sehen ähm, und deswegen schauen wir uns das Währungspaar US-Dollar kanadischer Dollar jetzt einfach gleich mal an. Da ist er hier, haben wir ihn da. Das ist mal der Stundenchart, der jetzt gerade so wieder ein bisschen nach oben treibt. Aber viel wichtiger ist in diesem zunächst Blick erstmal ähm, der Tageschart und der zeigt uns weiterhin die große Seitwärtsphase an. Also wir haben hier ein großes Hin und Her ähm, schwingen an dieser Stelle. Äh, also hier da oben drauf das an dieser stelle ist mal der obere begrenzungsbereich und hier unten wartet mal ich mache euch mal die zwei linien an dieser stelle noch ein bisschen andersfarbig damit wir wissen wovon wir hier sprechen ja, Machen wir mal was macht man hier heute mach mal keine ahnung hier lila video <laughs> weiß ich nicht wurscht ähm, violett habe ich genommen das die oberseite und das hier unten die unterseite das brauchen wir halt. Das ist die Range, die wir hier momentan haben. Und das war schon ein brutaler Knall nach oben. Und diese Range gibt jetzt sozusagen die Richtung vor, in der wir hier hin und her schweben. Ich habe jetzt die Farben nicht getroffen, aber gut, irgendwo muss man hier bei dem ganzen Erzählen sozusagen auch mal die Grenze ziehen. Alles kriege ich nicht immer hin. Also, was wird hier? Wir sind in der Range und die haben wir jetzt hier und wir stehen mitten im Median der Range. Und das ist halt das Irrwitzige hier an dieser Stelle. Das ist genau das, was ich immer wieder meinen, meinen, meinen Schülerinnen und Schülern, die sich auch von mir ausbilden lassen, sage, wenn wir eine Range haben und uns positionieren wollen, da gibt es gute Plätze sich zu positionieren und schlechte Plätze sich zu positionieren. Die guten Plätze innerhalb einer Range sind in der Regel, wenn man mal das Ganze von einem kompletten Trend wegnimmt, ja, das Verhalten in einer Range ist das, dass man wahrscheinlich eher innerhalb der Range pendelt, als dass man ausbricht. So. Das heißt, die guten Punkte zum Agieren sind oben und unten innerhalb der Range, also oben Short, unten Long. Einer der schlechtesten Punkte überhaupt in der Range ist das Median. So. Ja, ist so. Das heißt, wo sind wir gerade? Wir sind hier mitten im Median der Range. So, jetzt gehen wir mal in den 4-Stunden-Chart rein. Und da haben wir sozusagen die Range. Hoffentlich, dass wir sie sehen können, ähm, wo sie drin liegt. Moment, die Schwankungsbreite. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Die Range hatten wir gehabt zwischen 27, 44 und im Kleinen. Waren wir gerade in der Woche? Nee, wir waren schon im Tag. Jetzt ist der Seil verwirrt. Hier ist die Kerze, genau, auf Tagesbasis. Also, diese Tageskerze hier. Also hier diese Schwankung zwischen 1,2744 und 1,2590. So, das also hier drinnen. Leute, ich muss die Linien anders machen. Ich mache die blau, ich kriege das nicht hin. Und diese Range gibt die Richtung vor. Und hier sage ich einfach, jetzt an dieser Stelle würde ich cool abwarten, was der Markt macht. Hier ist die Schwankung und dann versuchen, oben in die Unterrichtung zu traden und unten in die obere Richtung zu traden. Wer sich jetzt sagt, okay, wir müssen uns das Spiel mal näher anschauen, dem gebe ich den kleinen Hinweis noch. Das hier war die letzte Abwärtsphase und da haben wir auch ein paar Zwischenhochs und das sich gerne mal im 5-Minuten-Chart anschauen, damit man mal sieht, was kommt und da wird man auch merken, ob der Markt müde wird oder nicht. Und das merkt man an Stellen, die man hier hat, an den Zwischenhochs. Die man dort drinnen hat. Da, wenn da Kaufdruck reinkommt, ähm, da ist einiges da an dieser Stelle, wo man sehen kann, jetzt feuert es hoch. Und wenn wir dann aber irgendwo die Schwäche reinbekommen, noch detaillierter kann ich es jetzt hier leider nicht machen, dann die Umkehrseite nehmen. Und das ist hier die Regel in der Range von oben nach unten, von unten nach oben. In der Medianseite besser die Füße stillhalten. Das ist das für diejenigen, die sozusagen hier auf eine Trading-Chance nutzen. Im großen Bild, wie schon gesagt, der Blick auf Tag. Wir sind verortet in einem Abwärtstrend. Wir korrigieren hier innerhalb eines Abwärtstrends eher die Unterseite. Also, wenn hier ein Ausbruch kommt, dann eher zur Unterseite hin. Und wenn ich das mal dazu sagen dürfte, an dieser Stelle. Das muss man alles ein bisschen. Also sehen, wie es wird, wie sich der Ölpreis entwickelt, wie sich der US-Dollar entwickelt, wenn der US-Dollar plötzlich weiter an Stärke gewinnt, ist das hier natürlich etwas, das die Pro-Argumente für die Long-Seite mit ausrichtet. Wenn der Kan-Dollar schwerer wird und der US-Dollar gleich bleibt, heißt das, es bleibt in der Range. Aber es spricht halt einiges dafür, dass man doch die Oberseite mal so ein bisschen beleuchten kann. Denn wenn wir uns mal kurz die Futures anschauen wollen, mal gucken, ob wir die hier auf die Schnelle haben. Da gehen wir einfach mal kurz wieder auf Finwitz. Hier mal auf die Währungsfutures gehen. Da sehen wir nämlich, was äh, quasi die Währungen machen. Und bei den Währungen ist es momentan tatsächlich so, hier, wenn wir uns das mal anschauen wollen, den ähm, cann dollar der einmal hier, der läuft mehr oder weniger seitwärts und der US-Dollar strebt nach oben. Und ein schwererer Dollar. Ähm, bei einem gleichbleibenden Kandler spricht eher für die Oberseite. Ne? Das muss man hier an dieser Stelle sehen. Aber wie schon gesagt, das ist so ein bisschen die Stellschraube, die man an dieser Stelle hat. Und das muss man sehen. Wie schon gesagt, die Range ist da. Und deswegen hier an dieser Stelle das Ganze mit zu beachten. Das kurz die Währungshier-Geschichte. So, gut. Ähm, also wie schon gesagt. Ähm mit dem, mit dem WTI, die Bewegung im WTI kann ich momentan überhaupt nicht äh, nachvollziehen. Also, ich richte mich da entsprechend nach den Trends ähm, und ähm, das Thema auch äh, des Trends hier. Wir sind verortet in einem Aufwärtstrend, auch in der Woche. Das ist ganz klar zu sehen. Überall läuft es nach oben. Ähm, wenn man jetzt mal Korrekturpotenzial anschauen möchte, bei so einem starken Trend würde ich hier im WTI davon ausgehen, dass wir vielleicht. In den Ausbruchsbereich um die 63, 70 mal zurücklaufen könnten. Ähm, das wäre nur gesund an dieser Stelle, aber ähm, das, was hier natürlich gerade geht, ist irgendwie äh, irre. Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen, was hier gespielt wird. Äh, von der fundamentalen Seite kann ich es nicht einordnen. Ähm, ähm, es kann natürlich sehr, sehr viel sein, dass das die kommende Erholung mitgespielt wird. Von der Währungsseite her kann ich es überhaupt nicht verstehen, weil Öl wird in, äh, in, in US-Dollar bezahlt und ein, ähm, ein, ein deutlich schwererer. US-Dollar hat eigentlich negative Auswirkungen auf die Rohstoffe. Das sehen wir ja auch beim Gold und beim Silber. Ähm, aber hier Pustekuchen. Ne? Goldpreis geht komplett nach unten. Silber hat man letzte Woche besprochen. Ähm, der fällt auch nach unten ab. Hier, das geht auf die Unterseite raus. Nur ähm, das WTI, das strebt nach oben. Und wie schon gesagt, ich kann es hier an dieser Stelle nur noch sagen. Ich persönlich bin hier fundamental momentan erstmal komplett raus. Ähm, ich warte jetzt erstmal ab, bis wir wieder technische Signale bekommen. Möglicherweise. Möglicherweise ein Umkehrsignal hier oben auf der Long-Seite. Möglicherweise gibt es ein Gap-Close. Ich kann es nicht einschätzen. Sorry dafür. Ähm, ähm, das ist für mich sozusagen momentan nicht nachvollziehbar, was hier passiert. Und wenn ich sowas habe, weiß ich halt auch, wie ich mich in meinem Trading sozusagen verhalten muss an dieser Stelle. Und ich weiß, der Trend ist intakt. Ich weiß, wir haben noch einiges an Potenzial zur Oberseite. Wer sich da mal ein bisschen belesen möchte, größere, ähm, größere äh, Brokerhäuser haben sich äh, mittlerweile auch zu Kurszielen ähm, geäußert, die wir da zwischen 70 und 100 US-Dollar haben. Da ist einiges drinnen. Die Frage ist halt nur, ist das tatsächlich mit sinnvollen Sachen hinterlegt oder ähm, was ist da dahinter? Deswegen halte ich mich hier eins und eins an die Charttechnik. Wir stehen momentan in einer weiten Bewegung. Korrekturen sind wahrscheinlicher als ein einfacher Fortgang hier an dieser Stelle. Und von der Seite her sehe ich momentan eher die korrektive Phase. Aber der Markt kann uns hier komplett überraschen. Wie ich schon gesagt, wenn es korrigiert, mit Blick hier auf den Tageschart, den wir hier haben, wäre mal ein gutes Anlauflevel hier der Ausbruch etwas unter 64 US-Dollar, das dort und damit gehen wir so ein bisschen wieder kurz zurück zu den Indexmärkten an sich, ich hatte es ja auch gesagt, den DAX wollen wir uns mal anschauen und da gehen wir auch gleich mal drauf auf den DAX, hier an dieser Stelle, äh, das ist mal der Tageschart momentan, Moment, hier sieht, ein, irgendwas sieht ein bisschen komisch aus, so, jetzt haben wir es, also schaut, was hier passiert ist, ähm, der Markt ist mit einem richtigen Jubel sozusagen hier äh, in die Oberseite reingelaufen. Äh, das hier, also das ist heute der 8.3., dass die Kerze ordentliches Abgab, ordentlicher Abverkauf zur Unterseite hin. Ähm, und an dieser Stelle, es ist weiterhin ähm, das gleiche Spiel, was wir schon seit geraumer Zeit im DAX haben, die höheren Kurse werden immer wieder sehr, sehr gerne genutzt zum Abverkauf. Und das ist genau das, was wir hier momentan auch sehen. Das heißt, wir sind hier mit einem ordentlichen Schub nach oben gestartet und das Ganze wird jetzt komplett rausgenommen an dieser Stelle. Und wir sehen halt hier, was hier los ist, woran wir uns richten können. Das sind ein paar Sachen, die wir drinnen liegen haben. Und die, die Sachen, die wir hier drinnen liegen haben, sind halt einfach die kleinen Marker, die wir da haben. Das heißt, woran können wir oder was sind wichtige Punkte, die wir haben zur Orientierung? Das wäre mal auf alle Fälle hier unten dieses kleine Zwischentief, was wir am Freitag bekommen haben. Hier, Moment, das ziehe ich mal etwas runter. Hier, dieses Level, das, was wir hier haben, das ist das Low vom Freitag. Ziehe ich mal kurz hier unten ran. Das Tagestief haben wir hier gehabt bei nee, 13.864. Das hier an dieser Stelle. Also, das ist das Tief und das ist unser Orientierungspark. Oder Punkt zur Unterseite hin läuft es dort drunter, dann wissen wir ganz genau, okay, wir müssen jetzt deutlich tiefere Dinge erwarten. Aber für das kurzfristige Trading ist auch das noch viel zu weit weg. Im kurzfristigen Trading brauchen wir andere Orientierungsmarker und da sehen wir alleine im Stundenchart schon mal, was hier los ist nämlich ähm, hohe Schwankungsbreiten. Der kleine Aufwärtstrend, den wir hier haben, der ist absolut intakt, das sehen wir hier. Der hat jetzt sozusagen das Abgab gehabt, ist jetzt komplett in die Korrektur reingegangen und hat hier unten schon wieder rumgedreht. Das heißt, wenn wir einfach den Stundentrend, nur den Stundentrend mal nehmen, dann haben wir auch engere Orientierungspunkte. Ja? Das heißt, an dieser Stelle dort unten haben wir das Zwischentief um die Marke von knapp 13.960 Zähler. Übrigens eine Marke, die wir hier schon öfter in der Besprechung drin gehabt haben. Und was jetzt halt für uns interessant wird, ist, wir wissen, wenn wir die Stunde als Richtungsgeber nutzen, dass es ein guter Marker für den kurzfristigen Handel, dann wissen wir halt, wir haben die Unterseite, also ab dann, wenn es wieder Short unterwegs ist, hier. Bei kosten um die 13.960 Zähler in etwa und für die Long-Seite haben wir auch noch ein paar Anlaufpunkte. Das heißt, was wir jetzt tun müssen, ist für die kleinere Zeiteinheit, also für den 5-Minuten-Chart, den wir gleich mal nehmen, wir brauchen den Blick auf diese Abwärtskorrektur. Das war einfach eine sehr tiefe Korrektur dieser Bewegung hier oben rein. Das ist die eine Seite. Und was wir dann noch brauchen, ist natürlich hier die Unterseite. Und das sehen wir schön im 5-Minuten-Chart und da haben wir es drinnen. Und wenn wir hier einfach mal beleuchten wollen, was wir an Anlaufpunkten zur Oberseite haben. Da hätten wir erst einmal dieses Level hier oben. Das mache ich mal ganz kurz auch in einer anderen Farbe von der Visualisierung her. Denn ähm, die Oberseite ist schon interessant, äh, wenn der Markt hier wirklich äh, sich wieder ein bisschen beruhigt äh, und zur Oberseite reinläuft. Und hier dieses Level um die 14.040 Punkte Marke, das war halt ein wichtiges Level, weil da ist die Abwärtssequenz äh, hier angefedert worden und dann hat sie sich komplett entladen. Das ist initial, das ist sehr wichtig. Hier ist sehr viel Geld in die short Geflossen und wenn hier weiterhin Geld in die Short-Richtung fließen sollte, dann sollte spätestens hier der Marktdruck wieder reinkommen. Kommt der hier nicht, sollte das jedem sagen: Oh, da müssen wir doch mal hinschauen. Wenn jetzt plötzlich Käufer reinkommen, die hier ihre Positionen schließen, gibt es vielleicht noch ein paar mehr, die das machen wollen. Und da haben wir im 5-Minuten-Trendverlauf schön die Obermarken liegen hier, das heißt, hier die 14.000. 64 und hier oben die 14.080 Punkte Marke, das sind mal gute Level, wo wir ordentlich Bums zur Oberseite reinbekommen können und hier sehen wir mal jetzt gerade ist die Markteröffnung hier, wir haben es gerade 9 Uhr, da sind wir mal live dabei, wie es hier auch loszuckt und wie schon gesagt, wenn es hier oben drüber fliegt, dann haben wir hier den kleinen Trend nach oben, den Richtungswechsel haben wir hier gesehen, schaut mal, das war der Abwärtstrend, hier nach unten. Hier gab es den ersten Schub drüber, dann die Korrektur und dann trendete der Markt nach oben. Das ist sehr, sehr interessant zu sehen. Und wie schon gesagt, das ist Action, die wir hier sehen zur Oberseite. Ähm, schaffen wir es nicht hier oben drüber, müssen wir die Unterseite beleuchten. Und da haben wir auch jetzt schon einiges an planbaren Anlaufpunkten. Das heißt, aus jetziger Sicht sollte der Markt kurzfristig hier unter die Marke von 13.900, ähm, was ist da unten? 96 fallen, dann wäre diese Aufwärtssequenz hier weg. Aber erstmal sind wir mal Live-Zeuge, was hier oben passiert und ähm, mal gucken, ob wir es schaffen. Da ist ja der Dirk Hilker-Spezialist, der guckt da immer ewig zu, bis sowas kommt. Jetzt laufen wir mal oben ran äh, hier an dieser Stelle und da sehen wir, was dort passiert. Also momentan wird an dieser Stelle hier nicht abverkauft, sondern eher gekauft. ja, Das sieht man sehr, sehr schön. Äh, für die, die es ein bisschen heftiger brauchen, gucken wir in den Minutenchart. Da sieht man richtig, was los ist. Da geht einiges um diese Richtung. Da ist es jetzt halt wirklich. Wirklich interessant zu sehen, was läuft hier an dieser Stelle ab. Bleibt der Markt oben oder kriegen wir hier erstmal einen kurzfristigen Abverkauf, wie wir sehen, dann müssen wir uns zur Unterseite reinmachen. Aber ähm, ich quatsche hier einfach mal den Markt noch ein bisschen tot, äh, bis wir eine Entscheidung haben. Wenn man sich das mal anschaut, diesen schönen Aufwärtstrend im 5-Minuten-Chart, sieht man halt auch im, im, im Minuten-Chart. Und dieses Level, was ich hier unten drinnen habe, die 13.996, sehen wir auch hier. Kurse darunter sind definitiv ein Zeichen, dass der Markt nicht höher will, sondern erstmal die Unterseite wieder einschlägt. Und das wäre halt genau dann der Punkt, den wir hier unten raus brauchen. Wenn wir hier drunter fallen, dann können wir uns zur Unterseite orientieren. Und das heißt im DAX, die Anlaufpunkte, die wir unten drunter liegen haben, sind mal die Zwischen. Tiefs. Mit Blick auf den 5-Minuten-Chart hier können wir uns dann orientieren. Hier unten an dieser Marke, dort hat man es Zwischentief um die 13.977. Dann haben wir hier das Tief im Stundentrend, das aktuelle Korrekturtief. Und wenn wir hier unter die Marke von 13.960 Punkten rutschen sollten, dann wäre dieser Aufwärtstrend, also dieser Abwärtstrend in der Stunde komplett geformt. Das heißt, dann an dieser Stelle, das wäre der initiale Schub nach unten, das wäre die Korrektur gewesen. Und dann geht es hier zur Unterseite durch. Und wenn das tatsächlich passieren sollte, wäre es halt so, dass wir hier im Stundenchart einen Abwärtstrend haben. Und der spricht dann wiederum dafür, mit Blick auf den Tag, dass wir hier ganz klar eher die Unterseite erstmal suchen und wir dann hier erst einmal Richtung 13.864 planen können. Das dann allerdings wahrscheinlich nicht im Intraday-Bereich, sondern das dann eher als Swing. Das muss man ein bisschen sehen. Und ähm, da kommen dann natürlich auch die Händler in den USA wieder mit zum Spiel. Ähm, denn an dieser Stelle ist eines sehr, sehr wichtig, äh, das hier zu sehen wie geht es denn weiter? Denn hier, wir gehen mal ganz kurz auf den S&P 500 und da sehen wir es, ähm, der hat schon ziemlich stark gejubelt am Freitag, als wir das Ganze, äh, die, die Non-Farm Payrolls bekommen haben, aber wir dürfen hier eins nicht vergessen, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und das, was wir hier sehen, ist, wir haben auf der Tagesbasis ebenfalls einen intakten Abwärtstrend, das sehen wir auch sehr, sehr schön in der Stunde, der ist halt einfach da und der lädt halt ziemlich stark aus und die großen Level, äh, die sind halt längst noch nicht vom Tisch gelaufen, auch wenn es immer mal so ein bisschen ähm, das Thema der, der, der Hoffnung an dieser Stelle gibt. Aber wenn wir uns dieses große Bild mal anschauen wollen, da sehen wir schon, wie der Druck von oben nach unten kommt. Eine wichtige Sache ist hier im SP 500 zu sehen. Äh, wir sind einfach am Freitag hier schon mal über einen wichtigen Bereich drüber gelaufen, über dieses kleine Zwischenhoch hier ähm, an dieser Stelle bei 13.850 Punkten in etwa. Da sind wir drüber. Jetzt sehen wir hier die korrektive Flagge und da sehen wir halt die Chance, dass wir durchaus auch nach oben laufen können. Aber die alles entscheidende Frage ist, was macht der Markt jetzt aus dem ganzen Geschehen mit dem Dollarindex bzw. mit den Zinsen? Und das ist das, was wir an dieser Stelle. Sagen wir mal, brauchen, um eine Meinung äh, zu bekommen. Weil, wenn wir uns den, äh, den, den US-Dollar mal anschauen, ähm, da sehen wir schon sehr, sehr stark, der geht nach oben. Der arbeitet sich hier gerade auch über diesen Verkaufsbereich hier um die 92 durch und hat als nächstes Anlaufziel mal dieses Zwischenhoch hier drüben um die 93. Das heißt, das ist eine Stärke, die wir hier sehen. Das ist also die Dollarstärke an sich. Äh, ist schon mal gut. Das ist auch gut, die zu sehen, weil das sollte beispielsweise für diejenigen, die den Euro-US-Dollar traden, die Chance sein, das Ganze weiter nach unten zu schieben. Aber für den Aktienmarkt ist eine ganz, ganz andere Größenordnung wichtig, denn. Die Größenordnung, die wir hier brauchen, ist, ähm, was machen denn die Märkte, wenn der Dollar steigt? Steigen die Aktienmärkte mit einem steigenden Dollar, ist das pro Aktienmarkt aber was wir momentan sehen ist dass wir steigende äh, zinsen bei den bonds haben deswegen sehen wir hier der abwärtsdruck geht auch weiter runter ähm, und das ist halt etwas das kann man nicht von der hand weisen das heißt wir haben steigende zinsen und einen steigenden us dollar ja und da muss man wirklich nur mal eins und eins zusammenzählen und sich wirklich mal hinsetzen und sagen okay was bedeutet das denn wir haben steigende Zinsen und einen steigenden US-Dollar und das heißt in aller Regel dass der Zinsmarkt von den ausländischen Investoren auch gekauft wird das heißt dass wegen der steigenden Zinsen der Dollar gesucht wird und das ist in aller Regel schlecht für den Aktienmarkt das müssen wir so ein bisschen im Hinterkopf behaben das werden wir auch weiter beleuchten ich gehe am Freitag auch im Special mit drauf ein auf die Zinsen auf die Anleihen und da Sehen wir dann mal, wie das Ganze entsprechend auch zusammenarbeitet. Für heute war es das gewesen. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren interessante Ideen dabei. Und wir sehen uns wieder morgen früh um 8.30 Uhr live an dieser Stelle. Also bis dahin und nicht vergessen, wer es noch nicht gemacht hat, der Frau zum Frauentag gratulieren. Da wird sie sich freuen. Vielleicht ein Blumenstrauß. Die Blumenläden haben ja auch wieder offen. Also allen einen schönen Tag und Grüße an die Gattinnen. Bis dahin. Tschüss.